The Inquisitor. Ja, und somit herzlich willkommen zur nächsten Demo hier beim Steam Next Fest. Heute schauen wir uns The Inquisitor an. Willkommen zu unserer Demo Inquisitor. Folge uns in die Gassen von Königstein und wage einen ersten Blick in die menschlichen Abgründe und Geheimnisse ihrer Bewohner, die nur darauf warten, von dir ans Licht gezerrt zu werden. Diese Demo-Version von The Inquisitor wirft dich mitten ins Geschehen, von Markt und Königstein, von wo aus deine Untersuchungen als ergebener Inquisitor im Dienst Gottes aufnimmst. Hier machst du dich mit den grundlegenden Investigationsmechaniken des Spiels vertraut und wirst deinen ersten Kampf bestreiten. Worauf wartest du noch? Gilt ein Turnier zu gewinnen und unangenehme Fragen zu stellen. Wir starten gleich hinein ins Spiel, in die Demo und schauen uns mal an, was uns hier so erwartet. Ich bin gespannt. Sie dachten, sie hätten Christus in der Hand, dass sie ihn behandeln könnten, wie es ihnen beliebte. Und so folterten sie ihn und nagelten ihn ans Kreuz. Sie lachten, als er versprach, seine Rache würde über sie kommen. Doch er blieb seinen Worten treu. Die Erde, auf der sie standen, wurde getränkt von Blut. Die Städte, in denen sie lebten, wurden verzehrt von Flammen. Nach ihrer Niederlage suchten sie Zuflucht bei den Gläubigen. Sie dachten, sie wären dort sicher. Doch sie irrten sich. Die unerschütterlichen Inquisitoren, wahre Meister im Aufdecken von Feinheiten und subtilen Zeichen, verfolgten sie. Mit der Heiligen Schrift konnten sie die Ketzer bekehren. Mit Feuer reinigten sie die Hexen. Mit ihren Händen quälten sie die hinterlistigen Vampire. Im Namen Christi und zu seinem ewig währenden Ruhm. Königstein, das Jahr 1533. Willkommen in Königstein, Meister Inquisitor. Mein Name ist Bertram, Hauptmann der Wache. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hessesholm. Man hat uns über eure Ankunft informiert. Ich muss zugeben, dass mich der Zweck eures Besuches überrascht. Ich glaube nicht, dass in Königstein ein Vampir sein Unwesen treibt. In dieser Gegend wurde schon seit einem Jahrhundert keiner mehr gesichtet und es gab auch keinerlei Anzeichen. Heißt nicht, dass es hier keinen gibt. Deshalb werden wir unser Bestes tun, um euch zu helfen. Soweit wir dazu in der Lage sind, versteht sich. Danke, Hauptmann. Ich befolge nur meine Befehle, dank dem Bürgermeister, nicht mir. Wenn ihr das gern persönlich tun möchtet, geht zum Jahrmarkt. Er ist heute dort, um Geld zu sammeln. Die Männer zeigen euch den Weg. Jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach den Außenposten an den anderen Toren sehen. Du hattest recht, er ist ein Inquisitor. Hab ich doch gesagt. Ich habe die Insignien des Inquisitors sofort erkannt. Nur sie dürfen sie tragen. Verdammter Hundefänger. Still, Narr. Oder du bringst Unglück über uns. Oh, und da sind wir auch schon mittendrin. Wo findet der Jahrmarkt statt? Wie habt ihr mich genannt? Wie war das? Er hat es nicht böse gemeint, Meister. Das denkt er ganz und gar nicht.
ein Inquisitor nicht respektiert, respektiert das heilige Offizium nicht. Haltet mich nicht zum Narren. Wer mich nicht respektiert, respektiert das heilige Offizium nicht. Euer Kommandant wird dies erfahren und eure Bestrafung verantworten. Oh, tut es nicht, Meister. Der Hauptmann wird mich aus der Wache werfen. Ich flehe euch an. Habt Erbarmen. Ist heute nicht das Fest des siegreichen Christus? Okay, das finde ich ein bisschen speziell, dass... Okay, doch nicht. Ich dachte eigentlich, die würden sie wirklich in der Zeit festhängen. Aber er bewegt sich ja noch. Jesus lehrt uns, unseren Schuldigen nicht zu vergeben. Wollt ihr einen Inquisitor dazu verleiten, die Sünde der Barmherzigkeit zu begehen? Jesus lehrt uns, unseren Schuldigern nicht zu vergeben. Bitte! Ich tue alles für euch! Alles? Ich schwöre auf das zerbrochene Kreuz! Der Hauptmann erwähnte, dass zurzeit ein Jahrmarkt in der Stadt ist. Wo genau? Auf dem Marktplatz. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, Meister. Aber hütet euch vor Dieben. Diese Hurensöhne lauern immer in der Nähe der Stände. Wisst ihr etwas über einen Vampir? Angeblich treibt sich einer in dieser Gegend herum. Ich habe nichts gehört. Was ist mit dir? Ich auch nicht. Und was passiert mit mir? Ich finde euch, wenn es nötig ist. Dann sehen wir, wie viel euer Schwur wert ist. Jetzt sind wir drin. Neuer Tagebucheintrag. Besuche den Jahrmarkt. Öffne Tab. Und ja, können Sie jetzt zählen? Ein herzlicher Empfang. Beschreibung. Heute feiern wir den siegreichen Christus. Auf dem Marktplatz findet zu diesem Anlass ein Jahrmarkt statt, für den Königstein berühmt ist. Ich werde sehen, ob er wirklich so beeindruckend ist, wie die Leute behaupten. Vielleicht komme ich bei der Gelegenheit auch mit dem Bürgermeister ins Gespräch. Charaktere, der Vampir, Fragezeichen, der Bertram, Stadtwächter. Die Wächter, die am Tag des Jahrmarktes das Tor bewachen, sind etwas größenwahnsinnig, sind Einfallspinsel, die das Faulenzen und Tratschen lieben. Ich hörte, wie einer von ihnen mich als Hundefänger bezeichnete. Unverschämt. Bertram. Bertram ist der Hauptmann der Stadtwächter. Er scheint ein anständiger Mann zu sein. Ich denke, ich kann ihm vertrauen. Vampir. Laut dem heiligen Offizium soll der Blutsauger sich hier im Königstein ein Nest angerichtet haben. Bertram zweifelt jedoch an seiner Existenz. Möglicherweise hat sich der Sonderling unter die Bürger gemischt. Es wird nicht leicht sein, ihn zu finden. Okay, Hinweise gibt es keine. 22. September im Jahr unseres Herrn 1533. Das heilige Offizium sandte mich nach Königstein, um Nachforschungen über einen Vampir anzustellen, der dort sein Unwesen treiben soll. Als Inquisitor erwarte ich keinen herzlichen Empfang. Haben wir gespürt. Als unermüdlicher Diener unseres Herrn glaube ich daran, dass er mir gute Menschen schicken wird, die mich bei der Erfüllung meiner Aufgabe unterstützen werden. Alright. Ein paar Dinge sind mir schon aufgefallen. Manchmal sind die Lippen nicht das synchron. Ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel eher auf Englisch entwickelt wurde. Oder für Englisch. Weil Englisch und Deutsch gab es zumindest in der Auswahl. Und auch die Animationen fand ich jetzt nicht unbedingt so gut. Manchmal, aber Ansichtssache halt. Beten, Leitung. Bete, um Orte und Objekte zu sehen, die für dich von Interesse sind. Das Gebet leitet dich, indem es einen Lichtstrahl auf dein nächstes Ziel wirft. Spannend, dass wir jetzt schon wieder eine Demo spielen von einem Spiel, das ziemlich viel offensichtlich mit Religion zu tun hat.
sehe schon. Fülle deine Gebetsenergie auf, indem du mit dem Schrein interagierst. Ungnädige Maria, schenke mir die Gabe der Strenge, auf dass ich niemals zu milde bestrafe. Okay. Können wir mit irgendjemandem reden hier? Ansonsten sieht das Spiel bisher eigentlich schön aus. Lobet den Herrn. Die Grafik manchmal ein bisschen, also zündet die Votivkerze an. Ein bisschen der Matschig, nicht so scharf bei Christus manchen Objekten. Wahrscheinlich mit einem Gebet auskommen. Doch sollte man heute die Gelegenheit zu einem Gespräch mit Fest Gott nicht ungenutzt lassen. Christus. Ich hasse das in Spielen, wenn zwei Gespräche gleichzeitig folgen. Preiset sein blutiges Werk! Danke, Herr, dass du die Mittel heiligst, die zum Zweck führen. Die Stunde der Vesper naht! Besucht die Messe und lobet den Herrn! Jetzt nicht lang. Zündet die Votivkerze an. Habe ich wahrscheinlich ja gerade gemacht. Und gleich die nächste. O Herr, bewahre mich vor der Sünde der Barmherzigkeit. Verfolge den Schasten gestohlen. What? Hätte ich weh loslassen müssen? Der verfluchte Knabe ist entkommen. Shit. So sei es. Ich erwische ihn schon noch. Diesen Quicktime-Event habe ich jetzt gerade nicht verstanden, wie der funktioniert hätte. Vielleicht hätte ich weh nicht drücken sollen. Ungnädige Maria. Schenke mir die Gabe der Strenge, auf dass ich niemals zu milde bestrafe. Ist das irgendwie unser schlechtes Karma, das dafür lieben wird? Wegweiser. Durch die Interaktion mit Wegweisern erfährst du, wo in der Stadt Orte von Interesse liegen. Hafen, Markt, Gasthaus, Kathedrale, Palast der Gräfin, Docks, Kai, Bordell, Fischmarkt, Arena. Wir sind zum Jahrmarkt, also wahrscheinlich auf den Markt. Und das geht hier hinein. Bin ich gerade aber hier durchgesprintet, vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber wahrscheinlich nicht. Dann irgendwie interagieren mit Menschen können wir hier nicht. Zumindest nicht mit denen, mit denen ich möchte. Ist ein bisschen leblos hier irgendwie. So, hat zwar Leute auf den Straßen zu, aber die sehen weird aus. Die sehen sehr weird aus. Wie das an meiner Grafik entstanden könnte sein.
Mit leblos meine ich einfach, es gibt irgendwie keine Gespräche zwischen den Leuten. Gehen wir mal aufs Tor. Jonas Pferd. Ich erwarte eigentlich ein bisschen mehr Interaktion. Also was ich machen kann. Gasthaus, Kathedrale, Hafen, Metzger, Verlies, Waffenkammer, Schmied. Ein paar neue Dinge. Zum Beispiel jetzt die Textur hier links. Christus, der Rachsüchtige, erfülle mein Herz mit dem Wunsch nach Vergeltung. Die Frage ist einfach, ob das im Spiel so bleibt oder nicht. Weil von so sieht es natürlich schon gut aus, aber nachher, naja. Ich weiß ja nicht. Verzeiht, Meister Inquisitor, aber es sind einige Säcke von unserer Schubkarre gefallen. Wir müssen sie wegräumen. Also wird der Durchgang eine Weile blockiert sein. Benutzt ihr dazu Fäuste statt Besen? Meint ihr das hier? Es ist nichts weiter, nur eine freundschaftliche Schlägerei. Natürlich. Wenn ihr zum Jahrmarkt wollt, dann ist die Hauptstraße der schnellste Weg. Natürlich. Eine Rauferei zwischen Freunden ist klar. Ich verstehe schon. An alle Wagemutigen, die keine Herausforderung scheuen. Wir veranstalten ein Turnier, um die Gunst der Königin des letztjährigen Mummenschanzes zu gewinnen. Der Gewinner hat die Ehre, die schöne Liliana während des Mummenschanzes zu unterhalten, der morgen wie üblich nach dem Vespergottesdienst beginnt. Jeder kann sein Glück versuchen. Die Teilnahme kostet nur einen Silberengel. Greift in eure Taschen! Das gesammelte Geld wird für den Bau eines neuen Denkmals für den siegreichen Christus verwendet. Das majestätisch genug ist, um die Futscharbeit von Schwibus in den Schatten zu stellen. Sieh an, der Inquisitor persönlich beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ich freue mich, euch zu sehen, Meister. Ich bin Guido von Herzen, Bürgermeister der Stadt. Sehr erfreut, Bürgermeister. Wie ist euer Name, Meister? Mordemar Madadin. Mordemar. Das werde ich mir merken. Gesandte des Heiligen Offiziums besuchen uns nicht oft. Ich hoffe, Hauptmann Bertram hat euch gebührend empfangen. Er ist Soldat durch und durch. Er scheint zuweilen unverblümt und rüpelhaft, doch habe ich noch keinen besseren Soldaten getroffen. Sein Verhalten war angemessen für einen Kommandanten. Er machte euch keine Schande. Ausgezeichnet. Ich werde gerne später mit euch sprechen, aber jetzt muss ich mich um eine bestimmte Angelegenheit kümmern und natürlich um das Turnier. Ich möchte euch nur für eure Hilfe bei der Suche nach dem Vampir danken. Wenn ihr mir wirklich danken wollt, dann nehmt an dem Turnier teil. Ihr würdet Geschäft und Vergnügen vermischen. Ich sollte meine Zeit nicht mit unnützen Späßen vergeuden. Obwohl, da es um ein Monument für den siegreichen Christus geht. Setzt meinen Namen auf die Liste. Ich bin so glücklich. Die anderen Teilnehmer sahen unerträglich langweilig aus. Aber ihr seid etwas anderes. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja. Ich bin wahrlich nicht gewöhnlich. Ihr seid der König des Mummenschanzes. Also ist es wichtig, dass ihr auch die richtige Kleidung tragt.
Nicht weit von hier gibt es einen Händler, bei dem ihr ein Kostüm kaufen könnt. Kauft euch eins. Auch wenn es nur eine Maske ist. Ich kümmere mich um meine Besorgungen. Wir sehen uns später. Und finde eine Nadel im Heuhaufen. Die Teilnahme am Turnier ist freiwillig. Wenn du die Spielmechanik erlernen willst, finde drei Wettkampforte und erfülle Aufgaben. Okay. Wettkampforte. Kann ich hier doch noch was machen? Nee, das ist auf der anderen Seite. Auf Golgatha angekommen, blickte der Centurio, der die Legionäre befehligte, auf Jesus und sprach: Steig auf das Kreuz, das ich für dich aufgestellt habe. Jesus gehorchte dem Befehl, denn er wollte nicht, dass die Arbeit des Centurios umsonst gewesen wäre. Allerdings war seine Zeit am Kreuz nur kurz. Es ist ziemlich ungemütlich hier oben. Er sehnte sich nach seiner Freiheit, also brach er das Patibulum und sprang zu Boden. Du hast mein schönes Kreuz zerstört! Das wirst du büßen! Der Centurio stürzte sich mit dem Schwert in der Hand auf den Messias, aber Jesus ließ sie nicht zuschlagen. Wer das Kreuz erhebt, stirbt durch das Kreuz. Er ergriff den gebrochenen Arm des Kreuzes und schlug zuerst zu. Kaiser Tiberius wurde zornig, als er das erfuhr. Er beschloss, sich persönlich um Christus zu kümmern. Du hast meinen treuen Diener getötet. Das wird dich deinen Kopf kosten. Das schwöre ich. Hier ist meine Bezahlung. Jesus schnappte sich das Schwert des Centurios und schlug Tiberius den Kopf ab, womit der Schwur und die Zahlung mit diesem Kopf erfüllt waren. Der Kaiser ist tot. Lang lebe Jesus, der Siegreiche, unser Herr und ewiger König. Und so hat Christus den Thron des Reiches erobert. Hm.